Ja, willkommen zurück zum zweiten Teil und ich muss sagen, es läuft, auch der Kontrollmonitor sagt, die Bewegungen sind flüssig. Sollten wir die Steuerung und alle Systeme testen, um sicherzugehen, dass kein katastrophaler Ausfall droht. Ich kann Sie durch den Prozess leiten. Falls Sie aber schon viel Flugerfahrung haben, starten Sie einfach alle Systeme und es geht los. So, kurze Erklärung. Wir haben hier drüben die Laserenergie, die ballistische Energie, das heißt Projektilwaffen, dann Raketen, Antriebe, Schilde und Gravitation. Oder Gravitationsantrieb, wie auch immer. Ja, ich habe das jetzt gestern schon mal aufgenommen gehabt, den zweiten Teil. Der hat hier nur geruckelt im Weltraum. Auch später im Verlauf des Spiels hat er ein bisschen geruckelt. Ich habe das ja, wie gesagt, jetzt so umgestellt auf die SSD-Platte. Und es läuft alles fluffig. Auch das Aufnahmeprogramm macht momentan keine Zicken. Das ist echt gut. Es lief ja auch gestern bei mir flüssig. Deswegen habe ich es erst später mitgekriegt. Und ja, meistens liegt es am Aufnahmeprogramm. Aber es sieht alles flüssig aus und das ist sehr gut. Okay, wir sollen das jetzt hier ein bisschen machen. Das können wir tun. Mal gucken, wie das läuft. Ich weiß ja nun schon, was passiert, da das nun schon der zweite, dritte Durchgang ist, vierte, keine Ahnung, durch gestern, durch die Runde. Und ich habe es gerade schon mal aufgenommen, diese Sektion hier. Jedes System auf einem Schiff braucht Energie. Sie kontrollieren, wie viel Strom wohin fließt. Ja. Sehen wir uns den Antrieb an. Der Antrieb kontrolliert unser maximales Tempo. Spielen Sie mit der relativen Geschwindigkeit. Ja. Wie gesagt, ich habe das gerade schon mal aufgenommen, da ist mir das Spiel abgestürzt. Schiffsantriebe haben einen gewissen Punkt, an dem man besser wenden kann. Wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit dem HUD zu. Links unten sehen Sie einen Farbmesser. Die Anzeige verändert sich, je nachdem, ob Sie Schub geben oder wegnehmen. Zentrieren Sie die Anzeige so, dass sie mit der Mitte der vertikalen Balken rechts davon übereinstimmt. Ja, das ist so ein bisschen schwierig, das habe ich bis heute nicht begriffen, was er genau will. Mit Boosts kann man einen Geschwindigkeitsschub erhalten. Ja. Aber wie gesagt, was er jetzt mit der letzten Information wollte, weiß ich nicht. Schilden zu. Leiten Sie Energie zu den Schilden. Mehr Energie erhöht deren Stärke. Schilde schützen das Schiff vor Hüllenschaden. Ohne Hülle werden wir pulverisiert. Die Schildenergie wird rechts unten angezeigt. Der Hüllenschaden darunter. Ja, Problem ist, die Schilde sind bei maximal 3 Balken und man soll mal dann noch was dazufügen. Also das finde ich ein bisschen komisch, dann hätten sie es 2 Balken machen müssen. Sie fliegen. Naja. Recht ordentlich. Naja, du mich auch. Kennen Sie sich auch mit Kampf? Okay, dann aus? Geht's los. Das dort ist nämlich ein Crimson Fleet-Schiff. Ja. Und das setzt seine Waffen ein. Ist es wohl. So, mit der Geschwindigkeit könnt ihr besser manövrieren. Wir müssen ihre Schilde deaktivieren. Laserwaffen sind dafür besonders effektiv. Halte das Schiff in der Mitte des HUD, dann können wir es erfassen und eine Lenkrakete abfeuern. Die gegnerischen Schilde sind unten. Ballistische Waffen beschädigen die Hülle, wenn die Schilde offline ja. sind. Haben wir erledigt. Passt. Lief ganz gut. Glückwunsch, du hast deinen ersten Raumschiffangriff überlebt, Captain. Genau. So. Lass uns das Wrack nach Ersatzteilen und anderem Bergungsgut durchsuchen. Mach mal. Du musst nah ran, damit wir die Überreste betreten können. Beryllium und isotopisches Kühlmittel. Nehmen wir beides auf. Haben wir das jetzt genommen? Ich hoffe mal. Ist es an uns vorbeigeflogen? Ich weiß es nicht. Die haben wir wohl nicht genommen. Jetzt haben wir es. So, einfach nochmal dagegen schießen, dann rammt es uns nicht. Ja. Ihr könnt natürlich auch rückwärts fliegen, ne? Das geht auch. Müsst ihr nur gedrückt halten. Zwei weitere Crimson Fleet-Schiffe zu unserer Position. Das ist nicht so schön. So, drehen. Wie gesagt, das macht ihr alles mit der Geschwindigkeit, ne? Da. Bist du das, Barry?
Ja. Keine Ahnung, ob wir jetzt gerammt wurden, aber unsere Schilde sind schon ein bisschen in Argleidenschaft gezogen. Müssen wir mal gucken. Okay, den ersten haben wir. So, wieder abbremsen, drehen. Keine Ahnung, wo er ist genau. Auf alle Fälle hat er auch ein bisschen gelitten, der Gute. Da ist er. Okay. Ihr Feindseligkeit der Crimson Fleet ist weitaus größer als erwartet. Ja. Wenn das so weitergeht, könnte unsere Mission durch ihre unaufhörlichen Angriffe tatsächlich gefährdet werden. Sie sind hinter der Frontier her und werden nicht aufhören. Wir müssen uns um den hiesigen Captain der Crimson Fleet kümmern. Ein aktueller Scan zeigt eine verlassene Anlage auf dem nahegelegenen Mond von Crete. Okay. Ein perfektes Piratenversteck. Mhm. Gut, dann holen wir uns hier noch den Schrott. Jetzt müssen wir bloß mal abbremsen, nicht dass wir reinrauschen. So, Rückwärtsgang, jawohl. Und dann haben wir alles gelootet. So, 99% Schilde. Die Hülle hat ein bisschen gelitten, aber ich denke, wir haben es ganz gut hinbekommen. Ja, Tab soll man drücken. Mach mal. Dann gehen wir hier auf Sternenkarte. Und da haben wir hier unser System. So, jetzt können wir hier... Ja, ich kann das nochmal machen. Das hat man ja nicht gemacht. Ressourcen zeigen mit R. Und dann zeigt ihr euch das wirklich wunderbar an. Hier sind gegeben, was es ist. Zum Beispiel Wasser, Argon, dann Aluminium, Nickel und Benzol. Und dann zeigt er euch hier an, wo das dann liegt und wo ihr dafür landen müsst. Eine ganz feine Sache. Und so, jetzt würde ich gerne mal gucken. Ressourcen verbergen. Das ist nicht das, was ich wollte. Ich wollte, warte mal, mich zeigen, Missionen, Landeziel festlegen, zurück zum System. Ja, genau, zum System wollte ich. Und zwar wollte ich hier hin. Korrekt. So, Scan nicht möglich, das ist richtig, aber wir können den Kurs festlegen und wir reißen mal los. Übrigens habt ihr gerade auf der... Oh, das sieht gut aus. Ihr habt gerade auf der Karte wunderbar gesehen, die Gravitationswellen bzw. die Anziehung. Also es sieht wirklich fantastisch aus. Wir haben den Orbit erreicht. Die verlassene Anlage mit unserem Captain befindet sich auf der Oberfläche. Mit unserem Captain? Sollte mir das was sagen? Nee, ne? So, wir schauen nochmal hier rein. So, das ist die Forschungsstation, wo wir hinwollen, und ich würde sagen, da landen wir mal. Wir können aber vielleicht vorher nochmal scannen. Ja, da seht ihr auch, was wir hier haben. Also es ist sehr reichhaltig, Helium-3 zum Beispiel, gut für Treibstoff, Blei, Argon, Eisen, Silber, was haben wir hier, Alkane und Neon, 2, 4, 6, 8. Wunderbare Sache. Dann können wir natürlich hier markieren und dann können wir natürlich da auch landen. Halten wir es mal gedrückt und schon geht's los. Ja. Solche verlassenen Systeme oder Außenposten wird es wohl jede Menge geben. Es ja, ist auf alle Fälle eine ganz feine Sache. Ja. Ja, da flogen gerade die Piraten davon, ne? Kann das sein? Gut, wir steigen mal aus. Und wir hatten ja Spind des Captains. Oh, Transfer sehe ich gerade. Warte mal. Wie viel passt denn da rein? 40? Ehrlich? Du, da kommt mir aber gerade das Artefakt. Soll ich das hier drinnen lassen? Weiß ich nicht genau. Nee, die nicht. Warte mal, Spind des Captains. Machen wir mal zurück hier. Alles. Die Dietriche lass mal. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass wir irgendwie mehr Dietriche schon hatten, aber kann mich da auch täuschen. So, das tun wir mal hier rein. Das, das, das.
Das kannst du alles reintun. Ich weiß nicht, wie viel reinpasst an Gewicht. Also 40 Kilo, aber wir haben, glaube ich, keine Anzeige, ne? Hm. Ne, das wollten wir behalten. Genau. So. Was haben wir noch? Sonstiges? Nee. Notizen. Das wiegt ja nichts. Also alles rein damit. Ressourcen. Das ist auch alles mehr oder weniger. So. Ja, Piratenanzug, feine Sache. Und nochmal ein Piratenanzug und hier den tiefen. Er kann nicht gelagert werden. Wir haben doch zwei davon, warum nicht? Weil es bestimmt voll ist, oder? Ich prüfe. Transfer mit R. 39 haben wir. Ich denke, das reicht zu. Da haben wir auf alle Fälle schon mal die erste Lagereinheit gefunden. Das ist ja nicht schlecht. Aber reicht bei weitem nicht. 40 Kilo? Bisschen wenig, ne? Na egal. Gut, wir gehen mal runter. Ja, das Spiel ist mir leider vor uns hier abgestürzt in der Basis. Weiß ich nicht so richtig, was ich davon halten soll, aber so ist es halt. Hier, mein Freund, Captain, ist auch da. Das Indigo-Protokoll schreibt vor, dass ich ohne Umweg zur Loge zurückkehre. Ja. Wir sind nur hier, um die Crimson Fleet an der Verfolgung zu hindern. Ja. So, warum vertraut mir Barrett sein Schiff an? Barrett würde sagen, dass wir alle vor Milliarden Jahren eins mit dem Kosmos waren. Sie kennen sich also praktisch schon ewig. Aber letzten Endes braucht er sie wohl einfach nur. Die Anzahl der bekannten Menschen, die den Artefakten ausgesetzt waren, beträgt jetzt zwei. Wenn sie nicht in die Mission der Constellation investieren, wird er nie mehr über ihr gemeinsames Erlebnis erfahren. Deshalb vertraut er ihnen, um ihre Unterstützung zu gewinnen. Also die Zahl hat ein bisschen verschluckt. So, diese Antwort könnte jetzt heißen, Barrett hat selber so eine Erfahrung gemacht, oder da er von uns erwähnt auf dem Planeten schon wieder ein Indigo-Protokoll, könnte es auch sein, dass ein anderer dieselbe Erfahrung gemacht hat und dabei vielleicht sogar verstorben ist. Na, man weiß es nicht. Wer seid ihr, du und Barrett? Was ist die Constellation? Die Constellation ist eine Forschergesellschaft. Sie wurde vor über 50 Jahren gegründet, um das Unbekannte zu ergründen. Mitglieder brechen oft in kleinen Gruppen zu Expeditionen auf. Eine oder zwei Personen. Oder, wie bei Barrett und mir, eine Person und ein Roboter. Sie begrenzen die Anzahl der Mitglieder bewusst. Sollten sie sich der Constellation anschließen, wären sie das 10. aktive Mitglied. Das ist ja herrlich. So, was haben wir hier noch? Warum ist dieser Captain der Crimson Fleet ausgerechnet hinter Barrett her? Da ist ja was bestimmt nicht diese koscher. Diese Frage habe ich Barrett wiederholt gestellt. Nur die Namen der Personen, die uns nichts Gutes wollten, haben sich dabei geändert. Am wahrscheinlichsten ist es, dass Barrett ihn beleidigt hat. Normalerweise, weil er immer noch lebt und gewöhnlich, nachdem er dem sicheren Tod entronnen ist, mit einem heiß begehrten Gegenstand. Könnte sein, ne? Wir wissen, glaube ich, alle, welchen Gegenstand. Lass uns Ausrüstung tauschen. Benötigen Sie Hilfe mit Ihren Gegenständen? Ja. So, du hast irgendwas hier drin, was auch immer das Schönes ist. Live Ammunition, Cartridges for Weapons, was? Oh Gott, das kann ich nicht. Radialon, Radiation, oh wow, ist das hier Strahlungsmunition oder sowas? Ach du Kacke. Habe ich das gesagt? Nee, ne? Gut, wir schauen mal rein. Waffen. Wir haben so einen Cutter, den kannst du kriegen. Wir haben von denen haben wir vier Stück, den kannst du auch kriegen, das kannst du auch kriegen. So, da sind wir hier schon mal durch. Dann haben wir Anzüge. Die habe ich oben schon einen Rucksack, Helm, den Piratenhelm würde ich gerne. Jetzt habe ich das rübergetan. Warte mal, ich habe keinen Helm. Ich nehme Ihnen gerne was ab. Ich habe keinen Helm, gib mir mal meinen Helm wieder. So, Inventar, nee, ich wollte deins. Warte mal. Ich passe auf Ihren Besitz auf, Captain. Das ist aber sehr freundlich von dir. So, Helm, Tiefen, ich will den Piratenhelm haben, genau. Jetzt machen wir das mal so. Dann haben wir den Helm da.
Den tue ich jetzt natürlich nicht rüber. Kleidung haben wir hier. Das kannst du rüber tun. Ja, ich würde ja gerne die Kleidung wechseln, aber ich glaube, wir haben mit den besten Anzug momentan. Der sieht auch sehr gut aus. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt Raumanzüge sind oder ob das völlig wurscht ist. Argus Extraktor. Meiner mit Jacke. Meiner Arbeitskleidung. Ich tue das mal rüber und wir ziehen mal die Miner mit Jacke an vielleicht. Sieht ein bisschen besser aus, ne? Müssen wir mal prüfen. So, Kleidung haben wir, Munition, die bleibt natürlich bei uns. Hilfe! Da kannst du haben das hier. Jetzt weiß ich gar nicht, wie unsere... Geh mal raus hier. Ich gehe mal hier rein. Wir könnten durchaus was essen, ne? Ich habe nichts an. Warte mal. Wieso habe ich jetzt den tiefen Minenanzug wieder? Zweimal? Warum? Ach, weißt du was. Habe ich den jetzt an? Ach, hier, die Kleidung war es. Okay, dann ziehen wir das an. Jawohl, passt. So, jetzt können wir nochmal hier reingehen. Gut, dann sind wir unten. Ich bin zwar für Kampf programmiert, ich habe noch genügend Platz für weitere Gegenstände. Ja, das ist schön. Dann haben wir zumindest... Warte mal, ich muss mal mein Inventar nehmen. Dann haben wir zumindest... da jetzt was drüber. So, wir können mal gucken. Das sind fünf Dings, die können wir essen. Gebe ich das eigentlich rüber oder esse ich das? Tauschen mit E. Sortieren. Untersuchen, zurück, sortieren, Name, Frontier, Q. Wenn ich drauf drücke, müsste ich es eigentlich essen, ne? Glaube ich. Das will ich aufheben. Das erstmal noch. Was haben wir hier? Behälter mit Müsli, das erstmal auch noch. Und den Sprudelwasser, das heben wir mal auf. Den Schoko haben wir erstmal noch. Ich glaube, das ist es erstmal. Gut. Hilfe, Notizen, gelehrte Buch für 86, kannst du mal kriegen. Hilfe, sonstiges. Die Dietriche behalt mal. Und ich glaube, das ist es erstmal. Ja, gut, machen wir mal los hier. Ich würde bloß noch mal ganz kurz meine Waffen checken. Wie war das gleich? Mit. So wollte ich das haben. Wir müssen hier in den Waffeninventar. Und jetzt müssen wir mit B das belegen. So, dann haben wir hier die. Dann haben wir das hier. Die Rettungsaxt kommt auf die 3. Der Cutter auf die 4. So sollte es jetzt rein theoretisch funktionieren. Und funktioniert es? Nö. Warum das? Ich weiß nicht. Weiß nicht, warum das. Warum ist die auf der 4? Ah, es ist unglaublich. Na, die Maelstrom ist jetzt auch wieder woanders. Warum? So, wir prüfen nochmal, ob es jetzt funktioniert. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Gut, gehen wir los. Okay, mit F können wir scannen. Und die verlassene Forschungsanlage in dieser Richtung. So, jetzt ist die Frage. Boah. Was bringt das? Quecksilber? Schale, Nährstoff. Okay. Ja, wir haben wieder dasselbe Problem, ne? Ich und meine Helfer, die mir dann wieder mal im Weg stehen. Schade, Nährstoff und Uran. Wow. Haben wir einen Strahlungsanzug an? Ich glaube schon, ne? Wow. So, das ist unser Weg. So, ich scanne das mal hier. Da haben wir schon zwei Ressourcen gescannt. Sehr gut. Okay. Das ist das. Hat man hier irgendwo noch eine Pflanze? Kleinen Moment. Ne, die können wir nicht. Das geht auch nicht. Gut. Ne, das ist wohl schon erledigt. So, warte mal. Was ist denn das hier? Vorsichtig, Captain.
Alien-Kreaturen sind oft unberechenbar. Gescannt, 13. Ja. Komm mal, wir gehen mal hier schnell hier runter. Vielleicht fühlt er sich da nicht so bedroht, ne? Ja, sieht gut aus. Ups. So, lass mal. Oh, da ist wieder was. Sehr schön. Gescannt, gescannt, gescannt. Ich finde das echt gut, wenn du mir vor den Laser läufst. Essen und Blei. Okay. Was bist du? Eisen. Ja, ich wünschte, seine Bewegungen wären etwas Schaden erlitten. Das ist das, was ich meine, ne? Da läuft der einen hier mitten in den Laser rein. Dann muss er da sehen. Hm. Naja. Was? Forschungslabor Creed. Ja. So. Pflanze. 13% gescannt. Läuft. Da oben wäre auch nochmal eine. Was haben wir hier noch? Blei haben wir schon. Ja, wie gesagt, wenn wir den Planeten erforscht haben, können wir die Forschungsdaten verkaufen. Und das ist eigentlich eine schicke Sache. Also hier haben wir noch ein paar Pflanzen. Könnte man noch was tun, ne? Gut. Siehst du, und so triffst du auf dem Rückweg auf Metalle. Upsala, bisschen hoch hier. Okay, ich gehe mal hier durch. So. Da hinten ist ja auch noch was. Oh, oh. Ist das ein Windrad? Sehr schön. Echt schön. Hier ist ein Fahrzeug lang gefahren. Ah, das wird der sein. Okay. Ja, zu den Sachen einsammeln. Ne? Ich werde jetzt so Bausachen und sowas nehme ich mit. Ja, also Klebeband ist für mich eine Bausache. Das zum Beispiel nicht. Und mein persönlicher Wert, ich weiß jetzt nicht, ob ich es in der letzten Folge schon gesagt hatte. Mein persönlicher Wert sind 100 Gramm sollten 50 Credits bringen. So, das heißt, bei 100 Kilo, die wir mitschleppen, haben wir 50.000 Credits für einen Händler. Halte ich für eine gute Summe. Und ja, könnte was werden. So. Ist das was zum Abbauen? Silbervorkommen. Hätten wir das mal scannen sollen? Ne, Silber haben wir glaube ich schon, ne? So, was haben wir hier? Nichts. Da oben vielleicht noch was? Gut, gehe ich nochmal schauen. Ja. Den nehme ich mit, weil der hier auch so eine Komponente ist, irgendwie, um was herzustellen. Was man da am Ende damit herstellen kann, werden wir rausfinden, hoffe ich. Das haben wir schon. Aber wie gesagt, 100 Gramm sollten 50 Credits bringen für den Händler. Ich hoffe, dass der uns dann alles abnimmt. Ansonsten werden wir nach dem ersten Besuch beim Händler wissen, was gut ist und was halt nicht. Was mit der Lampe? Geht die nicht? Keine Lampe? Keine Lampe. Weiß ich nicht. Warum geht denn die Lampe nicht?
Weiß ich jetzt auch nicht. Das wird jetzt ein bisschen blöd ohne Lampe. F. F gedrückt halten, ne? War doch so, oder? Einstellungen. Steuerung. Ne, warte mal. Gameplay. Das war es auch nicht. Tastenbelegung, hier war es. F war doch Handscanner und Taschenlampe. F gedrückt halten. Verstehe ich nicht. Haben wir die vielleicht weggelegt? Barrett und die Crimson Fleet haben all das Tragen von Objekten. Ja. Gehört zu meinen... Nee, das haben wir nicht weggelegt. Weiß ich nicht. Ist alles ein bisschen komisch. Wieso habe ich denn keinen Helm auf? Daran wird's liegen. Hier machen wir den Helm an. Ei Gottel. Jetzt haben wir aber Licht hier, siehst du? Gut. Naja, siehst du, so merkst du deinen Fehler, ne? Vielleicht. Wir prüfen. Was ist das hier? Das ist nix. 150, das können wir mitnehmen. Ja, ich werde trotzdem mal schnell hier durchgucken, ne? Bisschen looten müssen wir auch. Ich habe auch gestern, wo ich so ein bisschen unglücklich drüber war, dass es bei mir wieder mal nicht läuft, so wie ich fast vermutet hatte. Die Zange, ich glaube nicht, dass ich sie brauche. Habe ich dann das Rätsels Lösung halt gefunden irgendwann. Beziehungsweise von jemandem die Info halt bekommen, den ich gefragt hatte. Und das war sehr spät, aber ja, so ist es halt. Und dabei habe ich mir dann die Zeit vertrieben und habe mir dann von anderen mal so die Let's Plays angeschaut. Zwei Englisch sprechende, zwei Deutsche. Und muss sagen, naja, weil der eine Deutsche, wie er es gemacht hat, das ist halt seine Art, ist nicht meine Art. aber es ist auch sehr oberflächlich immer, was er spielt, also naja. Oder wie er es spielt, sagen wir es mal so. Und ja, um es kurz zu machen. Für mich gesehen waren die Let's Plays, bis auf eins, sehr oberflächlich, viel zu schnell. Viel zu schnell. Die Symbole sind von den United Colonies. Wir sind jedoch im Freestar Collective Raum. Mutmaßlich war das also eine geheime UC-Anlage. Okay. Die waren nicht annähernd, haben die ganzen Sachen gefunden, wie ich, diese ganzen PDAs und alles. Von daher... Hä? Kann ich dich scannen? Flora, Fauna? Thermoparasit? Ja. Ich stehe Ihnen im Kampf bei. Wo bin ich denn jetzt? Offensichtlich haben wir gesiegt. Ja. Gewebe Nährstoff. Okay. Na gut. Müssen wir also aufpassen, hier kreucht also auch was rum irgendwie. Na gut. Ja, falls wir jetzt die Piraten oder wer auch immer hier ist, noch nicht wussten, dass wir da sind, jetzt wissen sie es. Ich finde das auch irgendwie sehr gut gemacht, wie die Sachen hier weggekickt werden, wenn du hier die Türen öffnest. So, machen wir mal wieder zu. Schauen wir mal, Notizblock, das brauchen wir auch nicht. Was haben wir hier? Ein Buch. Ein Stift. Mal 10 sind 30, na gut. Ja. Ist nicht unbedingt so das, was wir brauchen, ne? So, was wir auf alle Fälle brauchen, sind die Kisten, wo das Geld drin ist. Also das würde ich schon ganz gerne mitnehmen, ne? Wenn uns das über den Weg läuft. Da müssen wir bloß die Augen halt offen halten, wo das ist. Dann wird das schon passen. 2,25 Kilo. Das ist, glaube ich, nicht unsere Abteilung. Was ist denn das hier? 100. Oh.
Das ist, ja, das ist lohnenswert. Was haben wir hier? Das ist nix. So, nix. Was haben wir denn hier noch? Nee, ist alles nichts für uns. Gut. Dann würde ich sagen, irgendeine Kiste hatte ich schon geöffnet, ne? Weiß nicht mehr. Gut, gehen wir weiter, würde ich sagen. Machen wir nicht lange rum. So. So, und jetzt ist mir vor uns hier das Spiel abgestürzt. Jetzt müssen wir aufpassen, dass mir das nicht wieder passiert. Habe ich keine Lust drauf. Vielleicht würde ich mal speichern. Und wir speichern mal hier rein. Ja. So, das ist alles zu schwer für das, was es bringt. Ist also für meine Verhältnisse nicht effektiv. Messzylinder. Den würde ich eigentlich mitnehmen, aber ich habe den vor uns auch mitgenommen. Und dann wollte das Spiel nicht mehr. Ah, sie ist aber auch. So. Das ist wieder Munition. Okay. Also die Schränke musst du alle aufmachen. Freund, geh mal rüber. Bin hier im Einsatz. So. Oh, Credits. Nehmen wir. Und hier gibt es nochmal Dietriche. Sehr gut. Da haben wir auch was Schönes. Bücher? Nee. Das nehmen wir mit. Ja. Jetzt werde ich nochmal schauen. Was hatte ich hier gesehen gerade? Weiß ich nicht mehr. Hier, das hier eigentlich, ne? Ich hoffe, es bleibt nicht wieder stehen. Das war echt übel. Ich weiß nicht, woran es lag. Keine Ahnung. Hat das Spiel sich verabschiedet. Ja, ging nicht vorher, nicht zurück. Schade, aber so ist es halt, ne? Was haben wir hier drin? Nichts. Großartig von Wert. So, gehen wir mal hoch. Tüdelü. Da ist auch nichts. Feuerlöscher ist zu schwer, 1,6 Kilo. Bringt zwar einen schönen Batzen, aber es ist trotzdem zu schwer einfach. Ne? Für das, was es bringt. Was ist das hier? 100 zu 35, eine Zange. 400 zu 15. Ganz ehrlich, kannst du mal irgendwie 5 Meter hinter mir bleiben? Das ist... Ich finde das nicht so prickelnd. Oh! Medipack, Kohle. Oder irgendwas ähnliches. Nee, das ist 1,75 Kilo. In welchem Spiel hatte ich das denn auch? Hier bei Zompiercer. Da ging der mir auch so auf den Keks dann mit der Zeit. Hm. Ganz ehrlich. Sollen die Lampen hier den Weg so ein bisschen leuchten, ne? Sieht so aus. Oh, was ist denn das für ein Gerät? Eine Hydrauliklammer, die haben wir noch nicht. Die nehmen wir mal mit. Die nehmen wir mal mit. Der letzte Kill war mit 20 Credits unterbezahlt. What? Zukunft verlange ich mehr. Kontakt. Kontakt. Captain, wir sollten fort. Ich bin erleichtert. Ja, ich auch. Wenn du es mir abnimmst, bin ich auch erleichtert. Okay. Gut. Ach, hier vorne ist dein Speicher, oder was? Okay. Gut, ich habe Stimmen gehört. Ich höre Stimmen. Da gucken wir mal, wo die Reise hier hinführt. Ja, wir sind schon wieder in der 35. Minute oder so. Pi mal Daumen. Aber das nehme ich mit. Synapsen Alpha. Das ist so eine Nervenstimulanz zur Wiederbelebung, oder? Aber genau weiß ich es auch nicht. Essen nehmen wir mit. Das ist auch wichtig. Was zur Hölle ist hier los?
Was ist denn das hier? Nö. Oh, Bier von Advanced Nutrition. Aha, aha. So, das brauche ich alles nicht. Haben die mich gehört? Ich glaube, die haben mich gehört, ne? Hier, George, geh mal gucken. Das war's dann wohl. Was ist denn das hier? Ist doch was. Da draußen ist was. Wie Gott, ich da. Sind die sowas? Die Leute, die glauben es noch. So, haben wir auch. Oh, Kiste. Schwerelosdraht. Sehr gut. Hier, Freund, geh doch mal gucken. Komm. Die warten auf dich. Wo sind sie denn? Da, was ist denn das für eine Logik von dem Typen? Da rennt er mir in die Schusslinie. Wie? Halt, wollte ich nicht. Rettungsaxt, ja, die können wir vielleicht verkaufen. Wenn sich das lohnt. So. Das nehme ich alles mit. Das ist Munition und Ausrüstung. So, hier haben wir wieder 2,5 Kilo für 240. Bringt es nicht, ne? Das ist auch zu heftig. Das ist auch nichts. Also ich würde fast sagen, mit der Pistole ist noch das beste Umgehen eigentlich. Aber, naja. Muss mal ganz kurz hier schauen. Hier gibt es noch was zu essen. Sie mir getroffen worden? Könnte sein, ne? Einmal oder so. Was? Das ist ein guter Wert. Das eher nicht so. Ja. Was ich schon immer mal ausprobieren wollte. Ich hab's gewusst, dass es davon zuckt. Eigentlich sollte es ja mal kaputt gehen, ne? Ist ja bestimmt kein Plexiglas, oder? Naja, gut. So, laden wir mal nach. Was liegt hier noch? Warte mal, hier liegt noch was zu essen. Ja, ich bin ein wenig, bin ich ganz ehrlich, ein wenig enttäuscht von, wie der sich hier bewegt. Na, also da... Der rennt mir zu sehr hinterher. Und übrigens hier, Verkaufsautomat, 75 Credits. Tust du rein und dann kriegst du was dafür. Finde ich auch cool. Gefällt mir. So. Sie haben ein schweres Körper. Ich akzeptiere. Ich akzeptiere nur Cash, genau. So, ich wollte eigentlich gar nicht in dich reingehen hier, sondern wir wollten weitergehen. So, haben wir alles. Ich kann nochmal bei mir gucken. Sonstiges, ich kann mal vielleicht hier, haben wir denn nicht irgendwas zu essen? Hilfe. Hier, was haben wir denn hier? Ein Wasser. Das will ich eigentlich nicht haben. Regeneriert plus 8 Tragekapazität für 8 Minuten. Ja, das ist so eine Sache. Regeneriert erstmal dreimal das. So, das haben wir. 10 Sekunden lang, das ist mir ein bisschen zu viel. 5. Was? O2, Regeneration für 3 Minuten. Bier trinken? Das brauche ich eigentlich auch nicht. Ja gut, dann belassen wir es erstmal so, ne? Gut, gehen wir weiter. Wo geht's hier hin? Bücher? Das ist gut, das nehmen wir mit. Das ist was zu essen. Sieht alles ein bisschen sehr verwanzt aus hier. Was ist denn das hier? Wischmob. Okay, gut. Ich lade mal nach. Okay. United Colonies. Ist ja einer? Im Moment nicht. Klebeband auf alle Fälle. 2 Kilo für 240? Nö. Der Terrorwurf ist frei. Oh. Ich wiederhole, der Terrorwurf ist frei. Nicht angreifen! Wenn ihr es bis zum...
So, Starware Operations System. Ja, das sind so Forschungssachen. Da müsste man jetzt wissen, ob man hier wirklich was suchen sollte. Also die Marines haben noch ein paar Exemplare vorbeigebracht. Anthropoden, das Alien-Äquivalent zu Humarus Gamarus. Im Grunde genommen riesige Weltraumhumor. Das sind wahrscheinlich die drei, die wir draußen weggeschlachtet haben. Ja, also ist ja eine Forschungsanlage. Das ist auch zu schwer. Ja, wäre jetzt die Frage, solange wir hier nicht wirklich was explizit suchen, was dem Forschungsergebnis irgendwie oder für uns irgendwie wichtig ist, braucht man sich hier eigentlich nicht drum kümmern, ne? Ein Buch. Was ist denn das hier? Nichts. Das ist auch nichts. Was ist denn das hier drüben? Das ist auch nichts. Freundlich müssen wir hier durch. Das nehmen wir mit. So, okay. Ja, ich denke. So, für alle freien Schlitz, um das Schloss zu öffnen. Ach, Fülle. Wähle einen Schlüssel, dann dreh ihn, bis er in die Lücken passt und lass ihn einreißen. Du kannst jeden Schlüssel nur einmal benutzen. Okay. Nur einmal benutzen. Das ist ja ein Ding. So, wir gucken, ob das geht. Das könnte der sein. Dann hätten wir die äußeren. Das passt für den. Mit E tun wir verwenden. Mach mal. So. Jupp. Okay. Läuft. Alles nehmen mit R. Oh wow. Credits. Ja, Munition und... Ach, das könnte wahrscheinlich für die Antipersonen, für diese Waffe hier sein. Kann das sein? Hochspannung. Also Energiewaffe oder was, ne? Laserpistole, sagt er. Und das könnte eine Kartusche für die Laserwaffe sein. 1,5 Kilovolt. Was auch immer. Also habe ich es gleich vorhin falsch gelesen, aber der letzte Satz. Oh, hier. Radiation Hardened. Okay. Ah, also das könnte, ich will es gar nicht aussprechen, Uranmunition sein? Nicht, also es passt wieder mal zur UC, ne? Ich muss es so sagen, so leid es mir tut. Hier, ja, alles nehmen. Haben wir? Ich denke. Es passt wirklich dazu, ne? Diese Munition sollte in meinen Augen verboten werden. Da nimmst du gehärteten Stahl oder irgendwas, der erfüllt dasselbe. Mit Abstrichen zwar ein bisschen, aber der macht dasselbe. Und du hast danach nicht diesen Scheiß, den man dann einatmet, wenn man den Scheißpanzer irgendwann mal wegräumt. Ich finde das Wahnsinn, aber naja. So, das haben wir geholt. Hier waren wir auch. Oder? Ne, hier waren wir noch nicht. Kartenspiel, das ist nicht so schön. Ein Bettchen zum Schlafen, ist hier noch was zu holen. Hast du hier was drin in den Dingern? Nö. Gut, dann machen wir mal weiter hier. Eine Hantel, 10 Kilo, 105, kannst du knicken. Das ist auch nichts. Hier, kybernetischer Arm. Verfügbar jetzt für Kolonie Kriegsveteranen. Der kybernetische Arm. Sehr gut. Ja, ich finde eigentlich alle, die durch einen Unfall oder durch einen, vielleicht auch durch Geburt, was ist denn das hier Schönes? Ein Zettel. Da müsste es viel mehr kybernetische Organe geben und so ein Zeug. Also hier Gliedmaßen, ne? Organe ist so eine Sache. Aber Gliedmaßen. Aber wird ja leider nicht so gemacht. So. Titel du. Hier haben wir wieder Schränke. Was ist das? Zu schwer. Das nehmen wir mal mit, das was zu essen. Oh, das sind die schönen Gläser, ja. Zu schwer. Nö. Bleibt. So, mal gucken. Tasse. Nö, ist alles nichts. Das ist gut, das Ding. Das ist auch nichts. Ja, schön. So, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das nehmen wir auch mit. Für einen Zehner. Nö. Das Glas ist noch gut.
Ja, wie gesagt, ich hoffe, wir können das alles loswerden. Ansonsten gibt es ein nächstes Mal Bierkorb und dann sieht es da eben ein bisschen aus. Oh, Munition, sehr gut. Waffe, Munition, noch eine Waffe. Ja, so gefällt das. Essen, das ist nix. Das Glas ist noch gut. Ich glaube, mit meiner neuen Taktik sind wir effektiv, sind nicht überladen, weil wir nicht jeden Zeug mitnehmen. Und wir haben trotzdem unseren Schnitt am Ende. Ja. Ich sag mal, 10 mal 350 sind 3.500. Da müssen wir hier eine ganze Menge dafür einsammeln. Aber... So, jetzt müsste ich mal ganz kurz gucken. Die neue Waffe, die wir haben. Das ist die Grendel. Was ist denn der Rattler? Oh! Wo haben wir den her? Der hing mit an der Wand, ne? Rattler, haben wir dafür Munition? Weiß ich nicht. Ich würde mal... Warte mal, geh mal raus. Ich würde den Rattler gerne mal hier in Action sehen. Dann würde ich den Eon auf die 2 hauen, die Maelstrom auf die 3 und die Crandall auf die 4, Antipersonen auf die 5, die Rettungsaxt auf die 6 und den Cutter auf die 7. Das sind 2, 4, 6, 7. Da müssen wir alles haben, ne? Jetzt gucken wir nochmal, ob das funktioniert. 1, 2 und da haut es schon wieder nicht hin. Das ist der Wahnsinn. Warum nicht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gut, die hat Munition, die hat auch Munition, die hat Munition und die hat Munition. Gut. Fangen wir mal an. Ich weiß nicht, was es für eine Waffe ist. Was steht hier? Don't touch animals. Keine Tiere berühren. Trage Schutzbrille. Trage die Laborkleidung. Trage Handschuhe, wenn es nötig ist. Iss nicht während an der Arbeitsstation. Säubere deinen Arbeitsplatz. Ja. Das sind eigentlich wichtige Hinweise. Nichts Übertriebenes dabei. Oh, hier nochmal eine Splittergranate. Der nächste Job ist mein letzter. Dann setze ich mich in Neon zur Ruhe. Oh, sehr gut. So, wie legt man denn in der Zeit? Weiieiei, aber egal. Los geht's! Oh, wow. Okay. Leichte. Geht doch. Keine feindliche Aktivität. Das erinnert mich so an eine P90 hier, das Ding. Noch einer? Da oben. Keine Gnade. Hat er eine Granate geworfen? Nein! Warte mal, ich brauche eine Waffe. Bitte lassen Sie mich nicht erschießen. Befriede das Gebiet. What? Okay. Ja, die P90 ist okay. Aber die fand ich eigentlich auch ganz nett. Verstehe bloß nicht genau, wie die... Ja, mal nachladen. Auf alle Fälle haben wir schöne Munition eingesammelt. Nett, nett. Und die 4 haben wir geladen. Die 5. Ja, weiß ich nicht. Müssen wir mal ausprobieren. So, haben wir den jetzt? Den hat man, ne? So, dann prüfen wir mal den hier. Den hat man auch.
War hier noch einer? Ne, den haben wir hier bloß erwischt ohne Ende. Wahrscheinlich waren wir das. So. Den noch filzen haben wir schon. Machen wir den gleich noch. Granola-Mix. Lecker. Freund. Ja. Schöne Sachen gibt's hier, ne? Ihr schaut bitte selber drauf, was da immer so drin ist. So. Den hat man. Und der andere ist uns entgegengelaufen, ne? Gut. Läuft. Achso, kann ich dir noch was geben? Den machen wir später vielleicht, ne? Ich prüfe jetzt erstmal schnell hier, was es hier so Feines gibt. Ja, die Waffen gefallen mir irgendwie. Kannst du nicht meckern. Uiuiui, Chemikalien-Schutzanzug. Feine Sache. Gut, wir sind schon wieder ziemlich spät in der Zeit und deswegen würde ich sagen, wir machen hier weiter in der nächsten Folge. Ich werde schon mal ein bisschen vorlooten, dass wir nicht ganz so viel haben. Wenn ich was Wichtiges finde oder so. Aber hier gibt es nichts Wichtiges, glaubt's mir. Außer eine Sache vielleicht. Dann werde ich... Da liegt noch einer, den habe ich vergessen. Den machen wir noch schnell. Den haben wir übersehen. Ja, sehr gut. Ja, und dann werde ich mal... Ich bin schon wieder unten. Bist einfach zu langsam. Ja, also wir sehen uns auf alle Fälle hier wieder. Und dann looten wir ein bisschen gemeinsam. Und ein bisschen was werde ich vielleicht schon mal nachschauen. Im Groben und Ganzen. Die schönen Sachen werde ich dann übrig lassen. Die Kleinigkeiten werde ich vielleicht mit euch machen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Gut, bedanke mich fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Sauerstoff wird bei Anstrengungen wie zum Beispiel Sprinten, Nahkampfangriffen und Sprüngen verbraucht. Ja, das ist richtig. Und dann sehen wir uns hier gerne wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Und ja, jetzt läuft's. Jetzt ist kein Ruggeln mehr. So einfach kann es sein, ne? Dank SSD. Man muss es nur wissen. Naja, also, haut rein, bis dann. Captain, das Indigo. Wie kann ich dienen?